Der durchschnittliche gesunde Mitteleuropäer denkt ja bei der Frage nach einem Premium-Automobil oder gar einem Luxus-Automobil irgendwie immer so an die üblichen gleichen zwei, drei deutschen Hersteller. Dabei gibt es auf der Welt noch viel mehr, die Premium-Autos herstellen. Eines davon, besonders interessant, stelle ich euch in diesem Video vor, den neuen Lexus ES 300h. Und damit herzlich willkommen bei AutoHub. Mein Name ist Björn Habegger, meine Freundin nennt mich Habi. Und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann dürft auch ihr mich Habi nennen. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam den Lexus ES 300h an. Kurzer Reminder, dieses Video entsteht zusammen mit YFood. Ihr könnt eure Probepackung YFood bestellen mit dem Code HABI15 und dann spart ihr auch noch 15%. Normalerweise machen wir ja solche Special Effects am Anfang eines Videos nicht, ne? Also hier diesen Blinker leuchten lassen und Standlicht angehen und lassen und so weiter. Aber ich stand eben an dem Auto, habe zum ersten Mal das Auto aufgemacht. Also ihr seht hier auch an den Handschuhen, die Leute, die es schon kennen, wissen, wir sind am Bilzer Berg. Die es noch nicht wissen, die schauen sich vielleicht die letzten 3 Minuten von dem Video später auch noch an und wissen dann, warum ich Handschuhe anhab. So, zurück zu dem Thema Special Effects und Blinker anmachen. Ja, also hier das Auto so zumachen, ne? Zumachen, Habi, zumachen. Und aufmachen, Special Effects, ja? Hier, das ist wie Magie. Ich fand das vorhin ganz spannend, weil dabei diese Standlichtgrafik rauskommt, die da so kurz mit angeht. Ne? Also dieser Pfeil da drin, dieser Bogen da drin und auch die Lichter, die ziehen natürlich dann die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Das ist der Lexus ES 300, ist jetzt kein Auto, das man übersehen kann, finde ich. Ne? Also so mit dem, wie nennen sie ihn, Diabolo-Kühlergrill nennen sie ihn, meine ich tatsächlich. Das ist ja schon sehr prägnant. Aber auf der anderen Seite, es wirkt tatsächlich auch so ein bisschen würdevoll, das Auto. So ein bisschen staatstragend. Also man merkt von außen schon, das ist jetzt nicht irgendeine popelige XY-Limousine. Limousine ja tatsächlich, wenn man sich das Auto von der Seite anschaut, der Lexus ESH ist tatsächlich eine Limousine. Ja, etwas, was es heute ja kaum noch gibt irgendwie. Also entweder hat man Mini-SUVs oder Kompakt-SUVs oder große SUVs oder sehr große SUVs. Wir Deutschen haben wenigstens hin und wieder noch ein oder zwei Kombis im Programm oder so ein Steilheck, aber eine klassische Limousine. Da hat man ja so das Gefühl, die sterben aus. Nicht so bei dem hier. Und ich sage euch auch, warum ich das Auto für so besonders spannend halte. Denn Lexus ist ja, wie das wisst ihr mit Sicherheit alle, Lexus ist die Premium-Marke, die Edeltochter im Toyota-Konzern. Ne? Und eigentlich müssten die in Deutschland keine Autos verkaufen. Weil die paar Autos, die sie verkaufen, davon wird keiner reich. Das wird euch auch jeder Lexus-Händler so erzählen. Ich meine, von dem ES hätten sie letztes Jahr, siebte Generation, so 160 Autos verkauft. Das ist so ungefähr die Menge an VW Polo, die ein durchschnittlicher VW-Händler am Tag macht, glaube ich. Also, naja, nicht ganz. Also die müssen es nicht machen. Die machen es aber, weil sie dieses Auto, weil sie stolz darauf sind und sie dieses Auto auch in den Wettbewerb schicken wollen mit den klassischen Premium-Herstellern. Ne? Was in Deutschland am Markt besteht, das hat immer auch so einen kleinen Orden verdient und geht dann raus. Also deswegen, die bringen den auf den Markt und sagen dann einfach auch voller Stolz, das ist ein besonderes Auto. Und genau deswegen möchte ich ihn euch zeigen. Also es ist kein Auto, was mit riesigen Absatzmengen irgendjemanden beeindrucken kann. Und in dem Segment, als klassische Limousine, ja mein Gott, da sind wir in Deutschland auch weit entfernt von dem klassischen Limousinenkäufer. Aber in Amerika ist das was ganz anderes. Da laufen die Dinger wie geschnitten Brot. Der Lexus ES hier in seiner siebten Generation, der löst den GS ab. Das ist ein bisschen größeres Fahrzeug gewesen. Warum ist das überhaupt interessant? Warum sage ich das? Weil sich das mit dem Ablösen auch gleichzeitig eine neue Fahrzeugarchitektur eingeschlichen hat.
bei der Größe eines Autos würde man ja sagen, das Auto, 5er oder A6 oder E-Klasse oder so zwischen E-Klasse und C-Klasse, klassisches Heckantriebslayout, ne? Ja, Bullshit. Frontantrieb. Das Auto basiert auf TNGA, das ist Toyotas New Global Architecture. Und ist die modernste, was ist denn das, eine Spinne? Was ist denn das? Was ist denn das? Das war ein Frosch, oder? Vertrockneter Frosch. Oh gut, okay, weg von dem vertrockneten Frosch. Toyotas New Global Architecture. Er sagt es, habe ich das schon mal gesagt? Habe ich schon mal gesagt. Der Toyota Corolla basiert auch darauf. Neuer Brios basiert auch darauf. Naja, RAV4 glaube ich auch. Bin ich jetzt nicht so sicher. Es ist also spannend zu sehen, wie dieses Auto, dieses große Auto, mit der stolzen Brust der Überzeugung von japanischen Ingenieuren im Premium-Segment sich jetzt anfühlt. Da bin ich so ein bisschen gespannt drauf, weil ich bin den letzten Lexus gefahren, das meine ich war irgendein sportliches Coupé, glaube ich. Und das war halt schon beeindruckend, das war schon schön. Und jetzt schauen wir mal, was der neue ES300 kann. Und ja, also diese gestreckte Form, diese Größe des Autos, komm, die ist schon mal beeindruckend, oder? Beeindruckend auch die Spiegel. Ich würde sagen, dieses Auto ist garantiert kein Sportwagen und deswegen, Florian, nehmen wir den jetzt hier aus der Boxengasse des Bilzerbergs wieder raus und fahren gemütlich mit dem Auto, denn ich glaube, genau das entspricht dem Charakter des Fahrzeugs. Lass uns überraschen. Komm, steig ein, Flo. Jetzt gibt es ja diese siebte Generation des Lexus. Ach, guck mal, ich sitze hier in der Tür, Also, um einfach mal Dimensionen zu bekommen, ein Gefühl für das Auto, was natürlich auf zweidimensionalen Bildern im Fernsehen nie möglich ist. Der Gedanke mag ja bei ein oder anderen Enthusiasten aufkommen. TNG-Plattform, Plattform Toyota Corolla, dann ist das nur ein aufgepumpter Corolla. Nein, es ist nicht einfach nur ein aufgepumpter Corolla. Es ist höchste Zeit für elektrische Türzumacher, weil hier muss ich mich tatsächlich aus dem Auto rausbewegen. So, Schlüssel zeigen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Habi, du, den gab es auch letztes Jahr schon neu, die siebte Generation, warum zeigst du ihn jetzt erst? Nun, das hat viele Gründe. Einer zum Beispiel ist hier so als TV-Bildschirm zu sehen, denn jetzt gibt es den Lexus ES. Ich glaube, es ist der erste Japaner mit diesen elektrischen Außenspiegel. Elektrische Außenspiegel ist Blödsinn, mit Kamera-Außenspiegeln. Warum sollte man das tun? Da gibt es eine gute Frage dazu. Ne? Warum sollte man das tun? Also ich glaube, wir werden in die Richtung gehen, dass wir alle in der Zukunft in vielen Autos, es gibt ja so ein oder zwei deutsche Premium-Hersteller, die haben diese Art von Rückschaukameras schon. Aber je kleiner natürlich dein Außenspiegelgehäuse ist da draußen, ne? Desto geringer ist der Luftwiderstand und desto weniger Geräusche können da entstehen. Der Spiegel ist üblicherweise eine der größten Lärmquellen, was Fahrgeräusche angeht im Auto. Deswegen macht es natürlich Sinn, diese Spiegel da so klein rauszumachen. Und zusätzlich habe ich, wenn ich da eine Kamera drin habe, verschiedene Möglichkeiten, die ich mit normalen Autos nicht habe. Ich möchte euch auch als allererstes mal zeigen, was die, weil ich weiß, die Spiegel, die interessieren, glaube ich, jeden. Schaffst du das, Flo? Mhm. Guck mal, das ist jetzt der normale Rückschauspiegel. Ja? Den stelle ich auch ganz normal hier drüber ein. Also mit der ganz normalen Spiegelverstellfunktion, Finger da unten, Spiegelverstellfunktion, stelle ich den Spiegel auch ein. Das ist ein bisschen komisch, aber ich glaube, die Kamera da drin bewegt sich nicht wirklich. Das ist einfach nur der Kameraausschnitt, der verändert wird. So, jetzt habe ich also den normalen Kameraausschnitt. Wenn ich jetzt den Rückwärtsgang reinlege, verändert sich dieses Bild, guck mal, muss nochmal drauf gehen, glaube ich. Normales Bild, normaler Rückschau, Rückblick, Rückfahren. Und dann macht er dir zusätzlich da noch so eine Linie rein. Also wenn du die rote Linie da überfährst, dann ist es auf Geräusch fahren, ne? Und das ist auf Nummer Sicherheit fahren. Dann weißt du genau, wie viel Platz da hinten noch dran ist. Ich glaube, das macht es beim Rückwärtsfahren tatsächlich ein bisschen einfacher. Und wir erziehen ja momentan eine Generation von Menschen, die beim Rückwärtsfahren im Auto eigentlich nur noch diese großen Monitore gewohnt sind. Ne? Flo, ich glaube, du hast in deinem Subaru von 1972 auch so eine Rückfahrkamera eingebaut. Ne?
Ja, ne? Also wir erziehen eine Generation von Menschen, die sich genau darauf konzentriert heutzutage. Ich glaube, da ist diese Sache mit dem Spiegel tatsächlich ein logischer nächster Schritt. Und was mich jetzt tatsächlich so ein bisschen erstmal überrascht, ist, wie lange ich brauche, um mich daran zu gewöhnen, dass ich für den Rückblick nicht da rausschaue. Ne? Weil meine Blickführung ist jetzt natürlich nicht mehr hier raus und auf den Außenspiegel, sondern nur noch hier rüber. Und das bringt mich dann tatsächlich zu einem weiteren Vorteil von integrierten oder von elektronischen Rückfahrkameras. Meine Augen fokussieren sich näher direkt an das Fahren auf die Straße. Also ich blicke weniger nach draußen. Ich schaue tatsächlich nur mit den Augen so leicht auf die Außenspiegel. Es ist tatsächlich, glaube ich, ein Vorteil. Zu 100% beurteilen will ich es in dem Augenblick noch nicht. Dazu müsste man das Auto tatsächlich erstmal länger fahren, um zu wissen, wenn man sich da so reinwurschtelt. Lasst uns aber mal einen Blick ansonsten in das Auto werfen. Jetzt wissen wir also, dass es TNG-Plattform ist und dass das eine Premium-Marke ist. Wir haben ja diese Handschuhe an, dementsprechend ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wie sich das alles anfühlt. Aber der Eindruck, der erste Eindruck ist schon so, da gibt man sich Mühe. Ne? Also dieses Holz da außenrum blenden, der Armaturenträger, der läuft so breit nach außen. Eine breite Mittelkonsole zwischen Flo und mir. Dann haben wir hier das Lexus Touchpad. Wir haben einen vernünftigen Schaltknauf, haben hier vorne nochmal eine Ablage, ein kleines. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Oder? Nee, das kann man da einfach nur rausnehmen. Ich weiß nicht genau wofür. Ist auch egal. Da sind zwei USB drin. CD-Schacht, das Auto hat einen CD-Schacht. Das Auto hat einen CD-Schacht. Gut. Das Lenkrad habt ihr vielleicht gesehen, wenn ich es ausmache, das Auto. Der elektrisch verstellbare Sitz fährt nach hinten, das Lenkrad nach vorne. Ich bin mir nicht ganz sicher, wem das hilft, aber ich glaube, bei Menschen mit ein wenig Bauch soll es dafür sorgen, dass man leichter ein- und aussteigt. Auch schön zu wissen, also, ja? Zack, bumm. So. Ansonsten, die Sitze fühlen sich nach Langstrecke an, breit, weich, gute Unterstützung unten im Rücken, in der Lordose. Aber man muss sich sonst so ein bisschen im Cockpit schon umgewöhnen. Ja, das ist natürlich auch klar. Als jemand, der ständig andere Autos fährt, müssen wir ein bisschen mehr gucken jedes Mal. Der das Auto kauft, der gewöhnt sich relativ schnell daran. Was ich ein bisschen merkwürdig finde ich, sind die Schalter hier oben. Also hier oben sind so zwei Schalter. Der da lässt sich für die Fahrdynamik so kippen. Also das ist Sport. Drücken ist normal und runter ist Eco. Und der da drüben macht das ESP aus, den muss man aber wiederum drücken. Ja, doch hier drücken, so drücken. Also das ist nicht ganz, naja, egal. Also die greifen so ein bisschen das Thema von den beiden Hebeln hier wieder auf. Ansonsten haben wir viel im Lenkrad, wie man das heute auch schon gewohnt ist. Der hier bestimmt also dieses Menü, genau hier. Das sind die Assistenten. Was haben wir denn da als Assistenten? Spurmitte halten, Lenkassistent, Warnung für Verlassen, die Empfindlichkeit umstellen, anbumsen, parken und so weiter. Alles dabei. Das ist ja wie gesagt ein erster Blick. Und der hier drüben, den Tempomat. Gut. Naja, so gesehen. Ach da, Head-Up-Display haben sie auch. Müsste ich mir aber jetzt erst nochmal einstellen. Könnte man mal gucken, wie schnell verstehe ich, wie ich das Setup-Display einstellen muss. Menü, Einrichtung, Allgemeines, Siebeneinstellung, Auswahl, Sound, automatisch, Zeiger Sound aus. Zielanstellung, Zeigergeräusch, Feedbackstärke, Cursorgeschwindigkeit, mehrfinger Eingabebefehl, Tastaturhistorie, Suchhistorie löschen, Softwareinformation. Ja, da muss ich erst ein Entertainment-Bedienungsabitur machen. So viel Zeit haben wir jetzt leider gerade nicht. Doch da Anzeige, Anrichtung, Anzeige, Bildschirm aus. Nee. Puh. Ich hab's! Hat Helligkeit und Position. Ich habe in der falschen Seite gesucht. Jetzt machen wir es mal heller. Heller. Und jetzt die Position noch. Genau. Ich bin ja immer im Sitzen so recht groß. Schön!
Schönes hat. Ich würde schon sagen, das ist schon fast auf dem, ich schwöre ja immer so auf die BMW Head-Up-Displays, aber das ist tatsächlich auch schön. Gut, also Platz ist tatsächlich Limousinengröße. Das darf man nicht unterschätzen. Auch wenn es auf TNG basiert und Frontantrieb hat, ist das eine ausgewachsene Limousine. Inklusive der ganzen Schrulligkeiten, die man eigentlich auch bei so einem japanischen Premium-Hersteller erwartet. Ne? Wie so diese analoge Uhr hier oben zum Beispiel. Ne? Also, ja, ich meine, es ist nicht so, dass wir hier drüben nicht eine Uhranzeige hätten im Cockpit. Ne? Aber ja, also, du kannst ja vielleicht die Zeitzone in Tokio Haneda noch einstellen oder so, ja. Hier unten haben wir übrigens Sitzbelüftung. Oh, ich liebe Autos mit Sitzbelüftung auf Automatik gestellt. Dann ist es, wenn es kalt ist, automatisch. Und wenn du hier die Klimaanlage runterstellst, stellt er auch automatisch die Lüfterhöhung an. Einen elektrischen Heckrollo haben wir und für den Nachbarn nebendran das Gleiche. Sowohl auch ein beheizbares Lenkrad. Ich liebe beheizbare Lenkräder im Winter. So, Push. Push to pass. Ach, guck mal, da haben sie sogar ein Fach zum Handy aufladen. Ich habe mir vorhin schon überlegt, wo kann man das hinlegen? Geht, gut, zack. Achso, nee, muss man noch einschalten. Hier. Einschalten, lädt. Gut. Ja, schön. Bevor wir nach hinten gehen, das sind japanische Limousinen. Da kann der Fahrer den Beifahrersitz nach vorne machen. Man kann ihn aber auch runterlegen. Also, wenn du mal wieder so ein Date hast, weißt du. Ah, ich glaube, das ist sexistisch, die Witze, die darf man heute nicht mehr machen. Gut, hinten schauen wir uns gleich an. Ich bin eigentlich viel mehr gespannt, wie er sich fährt. Weil was ich von Lexus kenne, ist einfach smooth, immer. So, Automatik mit einem schönen, griffigen Wählhebel, der schön festhalten dran. Die Subline bei dem Fahrzeug. Ne? Ihr wisst ja, Autos sind ja heute kaum noch technisch zu unterscheiden. Oder, also es ist schwieriger. Heutzutage ist ja vieles Marketing. Und die Subline von dem Fahrzeug ist der selbstladende Hybrid. Warum der selbstladende Hybrid? Weil das ein sogenannter Vollhybrid ist, der hat also den gleichen Hybrid-Antriebssystem wie der Toyota RAV4, den wir zum Beispiel gemeinsam gefahren sind, und ist kein Plug-in-Hybrid. Ne? Also ein Plug-in-Hybrid ist ja ein Hybrid, mit dem Antriebssystem auch Batterie laden. Hier haben wir eine kleine Batterie und einen Vollhybriden. Das sehen wir dann hier auch in dem System drin. Dieses System ist üblicherweise so, wie wir es bei Hybriden kennen. Ich gehe vom Gas. Er lädt die Batterie. Ne? Keine Energie verschwenden, nichts verschwenden, wiederverwenden, sagt meine Tochter mittlerweile. Das ist von, glaube ich, Paw Patrol. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Die sind also alle heutzutage so drauf. Der selbstladende Hybrid. Ich finde, es ist eine relativ clevere Subline aus dem Toyota Marketing. Ich weiß nicht, ob der überall so verwendet wird, aber es erklärt einem so den Sinn des Hybridsystems, nämlich dass wann immer ich das Auto verlangsame, ganz egal ob ich jetzt vom Gas gehe oder direkt auch bremse, ich verschenke keine kinetische Energie, sondern lade immer meine Energie in den Akku zurück und kann die dann abrufen, wenn ich beschleunigen will. Ja? Jetzt konzentrieren wir uns mal rein wirklich auf diese subjektive Wahrnehmung des Fahrens an sich. Ja, also wir schließen dazu mal die Augen und überlegen uns mal, wie sich das wirklich anfühlt. Und was du halt hast bei dem Toyota Hybrid, wir fahren, ja, das dachte ich mir fast, was du halt wirklich hast in diesem Antriebsstrang mit diesem Planetenrad Getriebe, das haben wir euch ja auch alles schon mal gezeigt und erklärt, ist der höchste Komfortlevel eigentlich, also bevor es zum Elektroauto geht. Weil du einfach einen Flow hast von dem Übergang, wie das Auto anfährt. Es gibt keinen Ruck, es gibt keine Schalldrucke, es gibt keine Beeinflussung in deiner Wahrnehmung. So das Auto fährt einfach so geschmeidig los. Also du könntest mit geschlossenen Augen das Auto beschleunigen, ohne dass du weißt, dass du beschleunigst. So gefühlvoll ist das. Hat man das verstanden, was ich meine? Hast du es verstanden?
Okay. Das muss man sich wirklich tatsächlich, man muss es, glaube ich, erfahren. Man muss es tatsächlich wirklich erfahren. Die Frage ist natürlich, ist dieser 2,5 Liter Vierzylinder, der im Atkinson Cycle läuft, auch das Thema haben wir mehrfach beleuchtet, ist der denn tatsächlich zusammen mit dem Elektromotor, zusammen haben sie eine Systemleistung von 218 PS, Flo, blend's mal ein da unten. Blend's mal ein? Ah ja, doch. Eine Systemleistung, ist das etwas, womit ich als deutscher Autofahrerkunde zufrieden wäre? Ja, also kann ich zufrieden sein? Da ist es ja tatsächlich so, dass der Deutsche sich mit Händ und Füß gegen das Tempolimit auf der Autobahn wehrt, so wie der Amerikaner gegen Waffenkontrolle. Ja. So ist die Freiheit in Deutschland bedroht, sobald wir ein Tempolimit haben. Das macht es Automobilherstellern wie Lexus nicht leichter. Denn diese Fahrzeuge sind natürlich nicht abgestimmt nur speziell für den deutschen Markt, sondern diese Fahrzeuge funktionieren weltweit. Und überall auf der Welt haben wir entweder Megametropolen, in denen ich ständig im Stau stehe, oder wir haben Tempolimits auf der Autobahn. Und dementsprechend ist das Auto auch mit einem, ich glaube, eingeschränkten dynamischen Bedürfnis zu betrachten. Ja? Das Auto ist nicht lahm, aber das Auto ist, da muss man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, auch bei der Autojournalie aus Deutschland, die solche Autos testet. Es ist ein Auto, das du eben nicht fahren solltest, wenn du gerade extrem unter Druck stehst, weil das Auto nimmt die Hektik aus dem Alltag raus. Das Auto gibt dir das Gefühl von dem relaxten Flow, und dazu muss man natürlich auch bereit sein. Und wenn man dazu bereit ist, dann reicht auch der komplette Antriebsstrang, um im Alltag mit dem Auto mehr als zufrieden zu sein, glaube ich. Also wie die Art und Weise, wie das Auto sich so jetzt, wir sind jetzt bei 60 km/h, fortbeschleunigt, ohne dass ich einmal den Benzinmotor habe aufheulen lassen. Diese perfekte Kombination aus Verbrennungsmotor und Elektromotor über das Planetenradgetriebe, was einfach immer die passende Übersetzung dann bereit hat, wenn ich das Auto so ein bisschen beschleunigen möchte. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt langsamer werde und die Bremse trete, der erste Teil auf der Bremse ist rekuperieren, und erst später geht dann die mechanische Betätigung der Bremse damit rein. Und diesen Flow, wenn du das einmal in deinen Fuß hast, wenn du das mal als gesunder Mitteleuropäer dir ins Hirn gehämmert hast, dann glaube ich, kann man mit so einem Auto extrem glücklich werden. Denn was das Auto natürlich hervorragen kann, das ist dieses Dahingleiten. Und ob das jetzt Frontantrieb ist oder Heckantrieb ist, merkst du beim Fahren auch nicht. Weil du ja nicht diesen dynamischen Fokus hast. Weil du ja nicht sagst, Alter, jetzt muss ich hier aus der Kehre raus beschleunigen. Nee, das Thema ist hier falsch. Das Thema ist hier fehl am Platz. Dieses Thema ist relaxed. Relaxed im Straßenverkehr, dahingleiten, Entspannung. Und da passt auch alles andere hier in dem Auto dazu. Ja? Egal, ob das jetzt die super bequemen Sitze drin sind, in denen man sich so reinfläht, oder die Sitzbelüftung, die Sitzheizung, Lenkradheizung. Das ganze Auto ist so ein Entschleunigungs- und Wellnesskur für die Fahrer, für den Fahrer. Jetzt müssen wir uns natürlich noch die Mark Levinson-Anlage anhören, Flo, oder? Mhm. Da sind wir uns doch auch einig. In dem Auto. Ach so, übrigens, ihr kriegt das Auto auch mit normalen Spiegeln, den ES300. Den gibt es auch nur als Hybrid in Deutschland. Es gibt nur den ES300H, es gibt keinen Dieselmotor, nein. Die Spiegel könnt ihr also auch die normalen nehmen. Oder ihr zahlt ein Dreißigstel des Kaufpreises als extra für diese Spiegel. Ja, aber untenrum fehlt so ein bisschen Bass. Ich würde jetzt gerne den Sound einstellen, aber so viel Zeit habe ich jetzt tatsächlich nicht, um die Soundeinstellung da drin zu finden. Dafür ist es tatsächlich ein bisschen unübersichtlich für Fremde. Ich will euch noch den Platz auf der Rücksitzbank zeigen. Müssen wir machen, Flo. Und wir müssen noch einen Blick unter die Motorhaube werfen. Da wir hier drin schon sind, machen wir, würde ich sagen, direkt den Blick auf die Rücksitzbank. Ihr wisst, der Sitz ist eingestellt auf mich jetzt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt die Tür aufmache. Okay, Auto ist nicht aus, dann bleibt das Lenkrad so und der Sitz bleibt auch so. Das heißt, wir können direkt nachvollziehen,
wie viel Platz wir da hinten haben. Das ist schon eher so 5er und 6er A6 oder E-Klasse Niveau. Ne? Das sieht man, glaube ich, jetzt relativ gut. Das, glaube ich, erklärt auch die Geschichte mit dieser TNG-Plattform, mit der Toyota New Global Architecture. Auto hat Frontantrieb, ja. Wir haben aber so viel Radstand gegenüber dem normalen Corolla mehr. Das merkst du alles im Innenraum. Das ganze Auto ist halt eindeutig Luxussegment, auch was das Platzgefühl hier angeht. Ne? Dadurch, dass wir keinen Heckantrieb haben, auch einen kleineren Tunnel. Was haben wir hier? Leckt mich am Buckel, was ist denn das? Also das sind Getränkehalter. Ah, die Rücksitzlehne lässt sich in der Neigung verstellen. Sitzheizung, der Heckrollo geht auf und zu. Kennt ihr das Lied? Die Türen vom Bus gehen auf und zu. Ja, ne, wer Kinder hat, kennt den Sitz. Der Heckrollo geht auf und zu. Und du kannst von hier hinten... Ja, damit wäre das auch geklärt, es ist kein Familienauto. Ne? Ich sehe schon die Teenager hinten dran, die Eltern verrückt machen. Du kannst auch die Klimatemperatur hier hinten da ändern. Daran merkst du halt echt, wo das Auto hingehört. Cool, geil. Also ich verspreche euch, von dem Auto machen wir nochmal ein langes Review, weil was mich wirklich interessiert ist, was braucht dieses Auto auf der Hobby-Normrunde? Ne? Ihr wisst ja, wer das Video gesehen hat mit dem Toyota RAV4 Hybrid, das war ja sensationell, der Verbrauch von dem Auto. Und das Auto hat ja den gleichen Antriebsstrang im Prinzip, aber ist flacher, ist eine Limousine, klassische Limousine, aerodynamischer. Ne? Müssen wir also ausprobieren. Da unten ist 12 Volt und 2 USB. Auch da siehst du die Liebe der Japaner. Ne? Da steht jetzt auch noch drauf, was du rausziehen darfst. 2,1 Ampere hier drüber. Der Japaner an sich ist ja so im Geiste schon ein Deutscher. Gefährlich jetzt. Wir müssen als investigative Automobiljournalisten, die wir ja sind, auch den Kofferraum noch anschauen, Florian. Du hast den vorhin schon mal versucht aufzumachen. Da ist er. Ja. In der Zeit bauen andere Kofferräume. Gut, ja, tief. Klassische Limousine. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Limousinen in Europa so ein bisschen außer Mode gekommen sind. Ein Kofferraum wirkt immer so ein bisschen wie aus einem Kriminalfilm. Du erwartest, dass bei der Tiefe irgendwo eine Leiche versteckt wird. Ja. Die Literanzahl blendest du bitte den Leuten einmal unten ein, Flo. So, und jetzt machen wir natürlich noch mit dem wichtigsten Blick für so ein Auto unter die Motorhaube, Flo. Aber dieses Design... Wollen wir noch drei Wörter über das Design sagen? Ja. Gar nicht so scheiße. Gar nicht so scheiße. Das sind vier Wörter. Ja, wie man sieht, sieht man wieder nicht sehr viel. Aber das gleiche System wie in den anderen Hybriden. Wir haben hier den 2,5 Liter Vierzylinder Atkinson Motor. Und auf der Seite hier drüben eine Leistungselektronik, ein Elektromotor und das Planetenradgetriebe unten drunter. Was aber gut auffällt, Flo, ich weiß nicht, ob dir das auch auffällt, wenn du jetzt mal hier so in den Motorraum reinschaust, was fällt dir denn auf? Nee, ich meine jetzt nicht das rosa Kühlwasser, aber guck mal, diese Lärmschutzmatten um den Karosserieaufbau noch. Also da sind einmal rundherum noch Lärmschutzmatten gesetzt, hier drunter sowieso, aber so da drüben an den Domen, das ist eher ungewöhnlich und zeigt eigentlich bei so einem Blick unter die Motorhaube relativ schnell, wessen Geisteskind das Auto ist. Es geht hier vor allen Dingen darum, maximal relaxed und entspannt von A nach B zu kommen. Bei den SUVs bin ich der Meinung, dass der Diablo Kühlergrill, da ist er relativ groß, aber in der Limousinenvariante mit dem Tagfahrlichter drin, ja, was ein bisschen spannend ist, ist hier diese Creme, diese Chromfuge, die setzt sich hier einmal weiter und da oben hast du so eine kleine Beule in der Motorhaube, als ob da ein riesen Motor unten drunter wäre.
schön plastisch gezeichnet. Schönes Auto. Gut, kommen wir zu den Preisen, Flo, oder? Schlecht, die habe ich nicht im Kopf. Flo, blend mal die Preise hier unten ein, bitte. Oh. Das ist aber eigentlich, wenn du das überlegst, was wir sonst so auf dem Kanal haben und was für kleine Autos teilweise schon in diese Region kommen, eigentlich ist das ein Schnapper, wenn du mich fragst. Das stimmt, ja. So. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Wir werden das Auto natürlich nochmal in einer vollständigen Review vorstellen. Ich brauche das Auto nochmal bei uns. Das Ganze war ja jetzt ein kurzes Review vom Bilster Berg. Der ein oder andere weiß es schon, deswegen haben wir auch die Handschuhe an. Der gute Jan hat ein Event ins Leben gerufen, hat uns dazu auch eingeladen, hat verschiedene Hersteller dazu bekommen, dass wir uns am Bilster Berg treffen. Sonst wäre es in dieser Corona-Zeit schwierig gewesen, Inhalte zu produzieren. Sehr schwierig, denn es gibt keine Events von den Automobilherstellern im Augenblick. Deswegen haben wir uns alle verpflichtet, Handschuhe anzuziehen, dass wir uns gegenseitig nicht anstecken. Der Flo und ich, wir haben uns immunisiert per Zungenkuss, so wie man das unter gleichgeschlechtlichen Partnern in der Ehe macht. Da ist also kein Problem, aber alle anderen, die tragen hier auch die Handschuhe und der Jan macht die Autos nochmal sauber zwischendrin. Mich würde jetzt mal interessieren, wer von euch dieses Auto so... Also wer würde so ein Auto anstelle von einem 5er oder einem A6 oder einer E-Klasse bestellen? Ich habe nämlich euch vorher gefragt, welches Auto wollt ihr sehen vom Bilster Berg, welche Autos. Ich habe euch verschieden. Und da waren so viele Toyota-Fans dabei. Das bin ich mal gespannt. Müssen wir mal abwarten, was unten drunter steht. Gut, jetzt kann ich mich auch verabschieden, glaube ich. Das war Auto ab. Mein Name ist Björn Habeger, meine Freunde. Ich habe ihn, wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann dürft auch ihr mich Habi nennen. Und vergesst nicht, das muss ich mir echt merken, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr informiert werdet, wenn es ein neues Video gibt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Die Farbe passt ja auch gut dazu, ne? Das ist so dieses Seniorensilber. Ja. Also nicht Hellsilber wie Dienstwagengrau, sondern Seniorensilber wie Seniorenstiftung. Aber ansonsten ein schönes Auto. Auch von außen, wenn man so drauf schaut. Man meint fast, da wäre irgendwas abgefahren. Nun gut. Ja, ne? Relax. Das ganze Auto ist so, das transportiert so diesen, das ist so ein Serotoninblocker, glaube ich. Was sagt man dazu? Türen gehen weit auf.